Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 16 mit meinem Bier. Nein, oh, ich habe das Training vergessen. Naja, gut. So, jetzt sehen wir hier auf einmal die Ziele. Mal gucken, im letzten Mal haben wir die Passquote haben wir erreicht. Die Chancen haben wir erreicht, weil wir zwei erarbeitet hatten. Am Tor beteiligt, das ist irgendwie so, nicht so unser Fall, aber das haben wir hier geschafft. Und auch die zwei Chancen haben wir in dem Spiel geschafft. Und Passquote und Durchschnitt haben wir alles im Spiel gegen Millwall geschafft. Bloß das eigene Tor ist für uns noch nicht so, ja, sagen wir mal, das will nicht fallen. Können wir mal noch nachschauen. Wo war das zu sehen? Meine Karriere, glaube ich. Gesamt. Tore. Einsätze. Oh. Das war bei Schalke hier. Einsätze. Vorlagen. Eine gelbe, eine rote Karte. Einsätze. 6. 3 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, gut. Mit mir kam der Erfolg, schätze ich mal. Wir sind mittendrin in der Tabelle. Oh. Ich muss ja jetzt ein bisschen ranklotzen mit Folgen. Wir wollen ja noch vielleicht mal. Ja, komm. Dieses Orange hat uns schon einmal Glück gebracht für die beim Gegner. Wir wollen ja auch mal vielleicht noch mal ein Spiel für den Erstligisten machen. Oder mal wissen, was so im Winter abgeht. Da müssen wir hier ganz schön ranklotzen, weil in der englischen zweiten Liga sind ja die Spiele so ein bisschen mehr. Wow, schade. Boah, der hat durchgezogen. Der war drin. Eiskalt. Oh, der hält die Dinger. Und den Schuss noch. Jawohl. Geht doch. Kriegen wir noch ein paar Bonuspunkte. Gute Arbeit. Gut. So. Und viele fragen. Also, einer fragt mich oder zwei haben mich jetzt immer auf. Über YouTube auf dem Kommentar gefragt, wie ich auf PS4 auf dem Network käse. Ja, genauso wie bei der PS3. Das wird sich so schnell nicht ändern. Ich mache mir keinen neuen Account. Da bin ich zu faul. Oh, wir sind offensiv schwächelt. Wir haben zwei Tore geschossen. Ja. Mit zwei Toren, zwei Siege. Reicht doch vollkommen zu. Liegt vielleicht auch an mir? Nö. Ich spiele zentrales Mittelfeld. Ich habe da nicht viel mit dem Toreschießen zu tun. So. Len. So, jetzt haben wir mal einen Ball. Oh, doch nicht. So, gleich abgegeben wieder. Und den spielt er gleich wieder zu. Oh, direkt dem Verteidiger in die Beine. Das mit dem Sprinten, wenn wir mal ein bisschen unterlassen, ich will mal ein ganzes Spiel durchmachen können. So, dachte ich schon. Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Oh, ficken. Über die Torauslinie, Ecke. Was? Ich habe hier zwei Leute. Wow, das war gut rausgespielt. Nur durchsprinten. Da musste Usha mit mehr Schmackes spielen. Keine große Sache. Wie soll ich sonst an den Ball kommen? Junge. Ja, 33 auf dem Rücken. Boah, das ist also ein Dreck. Hasse Defensivarbeit. Hey, es ist doch, was ist denn jetzt los mit uns? Hat da der Hüter. Jawohl. Eiskalt umgesetzt. Jawohl. Schön gesehen. Lauf. Mein Schuss aufs Tor. Jetzt wird's Ecke geben.
Nur den Arsch angeschossen. Und ich bin wieder degradiert worden. Ich war ja mal Eckenschütze. Die war wohl so schlecht. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Diesmal will ich aber nicht lang gehen. Ich gehe hier außen. Jetzt habe ich dann den Verteidiger noch mit reingezogen. Und jetzt jawohl. Ist der Ball erstmal raus. Da kommt er schon. Oh. Dreck. Dreckschuss. War mit links, war mit links. Hallo, ganz ruhig. Der war nur mit links. Da kann ja mal so kommen. Ja. Gut, ich als linker zentraler Mittelfeldspieler muss ich auf rechts außen gehen. In die rechte Verteidigerposition. Das ist. Ja. Und jetzt muss ich wieder vorne reinsprinten. Das ist einfach nur profihaft hier. Geregelt. Machen wir mal so. Boah. Fast! Ja, komm, geh nach hinten. Mach dich. Kusch dich. Ja, genau, das wäre mein Gegenspieler gewesen. Jetzt reicht es mir aber zu mit der Defensive. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Jawohl. Schön. Wieso läuft denn da keiner? Und er hat den Ball. Erst anzeigen, dass man läuft und dann abbrechen. Seid doch auch. Hello, Kobi. Spät und dann rückt man raus und dann ist man nicht mehr da. Ui. Wenn wir ein Gegentor bekommen, gewinnen wir nicht. Das ist so ein kleines Problem bei Crew Alexandria. Alexandra, muss ich ja immer nennen. Wenn ich in der Winterpause die Aktion machen dürfte, ich möchte wieder den Verein wechseln. Gucken, wo ich dahin komme, wenn man sowas macht. Boah! Sie kämpfen um den Ball. Gibt's jetzt die Torschance? Boah, nein! Das war eine große Gelegenheit. Ganz knapp vorbei. Oh. Fast. Aber eben nur fast. Den muss er da schieben nur. So super. Kombiniert. Durchkombiniert. Und dann macht er sowas. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Man merkt, dass ich der beste Spieler hier auf dem Platz bin. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ja. Seitenwechsel sind angebracht. Oh! Dann nimmt er den Ball an. Der Ostmann hier. Da muss einer hin. Wieso steht denn da keiner? Schöne Aktion. Und wieso steht da keiner mehr? Alle Rücken sind hinter. Das war meiner, das war meiner, das war meiner. Scheiße. Das mach ich jetzt alleine. Ja! Erstes Saisontor! Yes, und die Wegfahne mitgenommen. Erstes Saisontor für Crew Alexandra! Ja, da macht man es immer alleine und denkt, man kommt doch nicht durch. Und ja, gut, den muss er haben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal. Das dritte Saisontor und ich war an. Ich denke mal an allen beteiligt irgendwie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jawohl. Vorm Halbzeitpfiff. Wie sagt man immer, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Man geht, man kann sich jetzt schön in der Kabine vollschnauzen. Also die, ne wir. Wir finden das okay. Wir haben sogar Ballbesitz. Jetzt geht's weiter. Hey, Junge, ich stehe. Zweiten Hälfte. Kriegst du ihn noch wieder. sportlich gespielt. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Eigentlich schön, dass ich das Mikrofon gepustet habe. Und jetzt boah!
Und das wird nicht sein zweites Tor heute. Ey, ich wurde dort noch weggesäbelt. Leute, Leute. Hätte ich lieber gepasst, hätte man vielleicht 11 Meter bekommen. Ah, doch nicht. Gut, das war nicht auf dem Standbein gelandet. Und schon. Ich krieg'n. Jawohl. Das war ja Kopfball. Mach's lieber hinten rum. So. Alles geregelt. Oh, schade. Jetzt ist der Ball weg, kein gutes Zuspiel. Hätte ich. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hanum. Gut. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Gut. Aus. Steht es eigentlich so mit meinem Zwischenwert aus? Jetzt wird es den Wechsel geben. Nicht gut. Auf Vorteil entschieden. Kriegt er nicht mehr. Chance zur Flanke. Und das war's. In die Eier bekommen den Ball. So sah es aus. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Jetzt kriegt er gelb oder was? Bist du dünne oder was? Das war doch der andere. Ist allerdings bei gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Ja, lang läuft dort einer. Und ich stehe dort halt so. Teilnahmslos da. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber genau hier rechts außen, ja. Ist das Ergebnis von hartem Training. Und nun ein Schuss. Jawohl, Hüter. Hatten da. Das gibt einen Eckball. Ah, noch leicht gestört den Gegenspieler. Eigentlich nur auf der Langpfosten den Typen. Hm, super. Er versucht einfach Leute! Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinger immer wieder. Jetzt macht er kurz. Jawohl. Ich hätte da Ball angekommen. Die Gäste werden wechseln. Machen wir sowas hier. Boah, die Liga macht das Glück. Hätte ich überhaupt nicht. Gute Idee, versuch den Doppelpass. Kommt durch dabei, jetzt muss ich genau da rein starten eigentlich. Oh, du kannst nicht so schnell die Richtung wechseln. So hoch geskillt ist meiner noch nicht. Mal gucken, ob man da irgendwas kaufen kann. Ich mir nicht hier freischalten kann mit meinen FIFA-Coins. Außer die Schuhe. Jetzt konnte ich mir nur Schuhe kaufen und halt das, dass du das Trikot über der Hose tragen darfst. Jawohl. Sidon, läuft er nicht, macht er alleine. Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Flanke kommt, wird das eine Chance. Oh! Der Ball ist weg und jetzt können wir den Konter fahren. Die 5, gut, die 5. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Starke Flanke. Oh! Voller Einsatz, kann er den Ball wegfausten. Leute, ich hab die halbe Ecke hier getreten. Ich hab's aber rausgeholt. War fast ein Ball für mich gewesen. Jetzt nochmal richtig Gas, es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Das ist das. Hello, Kobi. Spielst du das ganze Spiel gut und dann. Gäste werden Leute. Ein enges Ding bis hierhin und noch so, ein paar Minuten. Muss mitlaufen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. 8 Minuten immer noch. Jetzt müssen Sie aufpassen. Oh, das Ding weg. Jawohl. Gut geklärt vom gegnerischen Spieler. Sowas muss man dann auch mal machen im gegnerischen 16er. Sonst wäre der ja vielleicht noch reingegangen. Spiel uns an. Oh, fuck. Hello, Kobi. Da kommt der Schuss. Den Muster machen. Den Muster drüber hauen.
Zeit. Alter, haben wir mich nach vorne anbieten gehen. Wieder voll im Geschäft gewesen. Jetzt laufen sie weiter dem Rückstand hinterher. Voll gut gespielt. Ich verkacke hier. Jetzt kommt er schon. Oh, was ist denn mit mir los? Was kriege ich denn den Ball nicht? Es gibt 3 Minuten oben. 3 Minuten noch. Ich hätte den ganzen Spiel geschafft hier. Mensch, Dauerläufer. Kommt jetzt die Flanke rein? Jawohl. Gut getackelt. Den habt ihr, Jungs. Den habt ihr ohne mich hinten drin. Jawohl. Nein, dort komme ich nicht mehr hin. Und jetzt geht auch der Torhüter nach vorne. Ecke. Es hält ihn nichts mehr hin. Oh fuck, ey. Ich gehe an Langpfosten. Hat er! Hat er das Ding! Yes! Sieg! Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Es muss ja nicht immer Spektakel sein. Torschütze des Spiels. Durch eine starke, jawohl, genau. Dieser Junge wird gezeigt. Da war heute quasi kein Durchkommen. Sie waren hinten sehr, sehr gut. Der Junge mit dem Vollbart. Herausgespielte Chance. Nur 7,1. Das ist doch so dünne. 7,6 hat unser Hüter. So zum Kotzen. Da macht man schon mal ein Tor und dann wird man die beste hier. Spieler. Es war der einzige Schuss aus Tor von uns. Das ist dünn, das ist dünn, das ist ja sehr, sehr dünne, ey. Aber wir haben jetzt 3 geschossene Tore, nicht nur 2 jetzt, wir haben nur 3. Inmam gibt Gas, ja. So, jetzt machen wir Training. Oh. Nein, ich spiele jetzt nicht. Geht das nicht? Pro anpassen, hier, seid ihr... Ich darf jetzt schon mit langen Ärmeln spielen. Oder ich darf so ein Unterzieht-T-Shirt haben. Handschuhe? Ja. Boah. Nur schwarz. Gut. Stutzenlänge. Normal und lang. Kurz darf ich noch nicht haben. Knöcheltee. Weiß oder weiß. Können wir lassen. Trikot über Hose oder Trikot in die Hose. Darf ich? Oh, und dann Schuhe. Hier. Darf ich die haben? Die. Boah. Oder Messis Schuhe. Oder diese komischen Mu-Schuhe. Ah, hier, Elektroflair, die habe ich jetzt mir angezogen. Einfach Magister hier, schön bunt auffallend. Was haben wir hier noch? Die haben wir hier noch. Von den anderen Marken. Und die, warte. Ich hatte, glaube ich, hier zum Anfang oder irgendwelche solche jedenfalls. Dann nehmen wir, nee, nicht die, zurück zum Spiel bearbeiten. Wir wollten die haben, die fallen wenigstens auf. So, und ich stehe wieder in der Startelf, aber wir gucken uns erstmal die Elf der Woche an. Und es ist keiner von uns dabei, der hat kein einziges Saisontor bis jetzt, da habe ich eins mehr. Vereinsnews, Trainer Joop Walker, Transfer international, nicht mit uns. Ich wäre mal dafür, wir simulieren das Spiel einfach mal noch, wenn es funktioniert, wie ich es mir denke, erhoffe, geht nicht gut. Also wir können kein Spiel simulieren. Gut. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wie wir das Spiel gegen Fleetwood bestreiten. Und ich wünsche euch was. Ciao.